Hallo! Willkommen zu einer Folge Stahl, Schere, Papier hinter den Kulissen im Deutschen Panzermuseum. Heute geht es um Merchandise und unser Selbstbild. Wer sind wir? Was wollen wir? Und der Aufhänger ist dieses T-Shirt, das wir rausgebracht haben vor einiger Zeit. Vorneweg, diese Farbkombi gibt es leider nicht zu kaufen in Schwarz und Gold. Das ist eine Special Edition für die Leute, die das Ding gemacht haben. Das ziehe ich heute nur an, damit sie mal was anderes sehen, als immer nur meine schwarzen Hemden und wir auch gleich das Thema im Bild haben, um das es geht. Aber es gibt eine wunderschöne blaue Version mit weißer Schrift und am Ende des Videos reveale ich noch eine neue Version, die jetzt frisch in den Handel kommt, wie sich das bei YouTube-Videos gehört, natürlich ganz am Ende und ohne Kapitel, damit Sie alles gucken müssen. So, aber zu ernsthaften Dingen. Ich erkläre gleich einmal, woher dieser Spruch kommt, warum wir ihn auf ein T-Shirt drucken und verkaufen und was er für uns bedeutet. Also, bis gleich. So, zur Sache. Warum haben wir dieses Teilzitat, das ist von einem größeren Zitat abgeleitet, auf T-Shirts? Ich erkläre erstmal, woher es kommt ursprünglich. Das erklärt nämlich schon einiges, warum es für uns einschlägig ist. Ursprünglich kommt ein längeres Zitat, wo das rausgeschnitten ist, von Demanda, Carlo Masala, Professor an der Bundeswehr-Uni, der im Verlauf des Ukraine-Krieges sehr präsent in den Medien war, weil er eben sozusagen der Erklärbär für Bundeswehr, Sicherheitspolitik und so weiter geworden ist. Einer von mehreren, aber eben einer, der viel präsent war. So. In einem Interview hat er eine sehr kluge Sache gesagt, in der ein Satz gefallen ist, wo das rausgeschnitten ist. Und zwar ging es darum, ob eine Armee wie die Bundeswehr oder überhaupt jede Armee nicht eigentlich wichtigere Sorgen hätte, als sich darum zu kümmern, dass die individuellen Bedürfnisse von Soldatinnen und Soldaten oder von kleineren Gruppen, von Minderheiten und von erkennbaren Gruppen, die eben nicht der Mehrheitsgesellschaft entsprechen, dass die in der Bundeswehr wahrgenommen und erfüllt werden. Also ist es nicht wichtiger, dass die Bundeswehr Munition kauft und funktionierende Panzer hat, anstatt dass sie sich darum kümmert, dass es eben diese berühmten Uniformen für schwangere Frauen gibt, dass es das berühmte halale Essen für Soldat XY gibt, dass es das vegane Essen gibt für Soldatin XY und so weiter und so fort. Und Carlo hat ganz richtig gesagt, sinngemäß, eine Großorganisation wie die Bundeswehr ist durchaus in der Lage, mehrere Probleme auf einmal zu lösen. Und das Erkennen von Problemen, was die individuellen Soldatinnen und Soldaten angeht oder kleinere Gruppen, wie zum Beispiel muslimische Soldatinnen und Soldaten oder sonst irgendwas, ist extrem wichtig für den inneren Zusammenhalt der Bundeswehr. Eine Armee besteht heutzutage aus diversesten Facettierungen der deutschen Gesellschaft, also die deutsche Armee. Und das wahrzunehmen und ernst zu nehmen, ist auch genauso wichtig wie genug Munition und wie ein funktionierendes Landkampfsystem, weil das eben die Moral, die Motivation, den Enthusiasmus der Soldatinnen und Soldaten bedingt. Das hat er den schönen Satz gepackt, er will eine Bundeswehr, die woke ist und wehrhaft und bis an die Zähne bewaffnet. So, also alles gleichzeitig. Daher kommt der Spruch. Und daher kommt dieses Teilzitat, das wir dann rausgeschnitten haben. Nur dieses Vogue und Werf, weil es eben ein schöner Slogan auf dem T-Shirt ist. Hier stellt sich natürlich die Frage, warum machen wir das? Und das hat drei Ebenen. Das Panzermuseum ist ein gesellschaftlicher Akteur. Es ist nicht nur einfach ein Haus, wo Metall steht, sondern dadurch, dass wir an der Erinnerungskultur mitschrauben, dass wir in der Geschichtspolitik mitschrauben, am Geschichtsbild mitschrauben, sind wir ein Akteur. Und wir haben ein Leitbild, dass die Ziele unserer Handlungen definierten. Eines der Ziele, das wir haben, ist, dass wir ein Akteur sein wollen, der für die FDGO kämpft, für diese berühmte, etwas diffuse, freiheitlich-demokratische Grundordnung. Die freiheitlich-demokratische Grundordnung ist nirgendwo richtig klar definiert, die ist nicht aufgeschrieben in Spiegelstrichen, aber es gibt so ein paar Werte, die da drin stecken. Und das Grundgesetz sozusagen ist das Manifest der FDGO. Und beides, sowohl die Werte der FDGO als auch des Grundgesetzes, die Grundprinzipien, umfassen Dinge, die diese Wokeness, dieses Woke heute beinhaltet. Woke bezeichnet erstmal im ursprünglichen Sinne eine besondere Aufmerksamkeit, eine besondere Sensibilität für Diskriminierung auf der Basis von Rassismus, von Sexismus oder anderen Ausgrenzungsmechanismen. Und das ist genau das, was die FDGO und das Grundgesetz auch sind. Es ist ein Wertekanon und es ist ein niedergeschriebenes Manifest des Minderheitenschutzes. Es geht darum, dass Menschen sich in Freiheit entfalten können und ihre Würde, wir erinnern uns an Artikel 1, ihre Würde nicht angetastet wird. Also die Würde des Menschen ist unantastbar, Artikel 1, Woker geht es nicht. Das ist Wokeness. Man respektiert, dass es Menschen gibt, die abweichen, die anders sind, die nicht der Mehrheitsgesellschaft entsprechen, die ihre eigenen Sorgen, Nöte, Probleme und Ansprüche haben. Aber ihre Würde ist unantastbar und ihre freie Entfaltung als Minderheit oder irgendwann auch Mehrheit, wenn sich das so entwickelt, ist genauso wichtig
wie das Ausleben und auch das Zufriedensein der Mehrheitsgesellschaft. So, das ist Wokeness. Woke, der Begriff kommt eigentlich aus den 60er Jahren, aus der afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung der USA und ist dann, hat Konjunkturen gehabt in der Benutzung, ist dann, wenn ich es richtig verstehe, eine ganze Zeit lang wirklich in Vergessenheit geraten oder nicht stark benutzt worden und ist dann mit dem Aufkommen der Black Lives Matter Bewegung nochmal wieder wirklich wichtig geworden. So. Können wir, und das ist eine erste wichtige kritische Frage, kann jetzt ein deutsches Panzermuseum, das jetzt offensichtlich nicht irgendwie Kontakt hat oder eine Schnittmenge hat mit afroamerikanischen Belangen, mit Bürgerrechtsbelangen, was diese Grundbewegung in den USA angeht, dürfen wir das benutzen? Das ist schwierig, weil das eben die Übernahme von Begriffen ist. Ich glaube, wir dürfen das, weil in Amerika über die 60 Jahre, wo der Begriff dort im politischen Spielfeld benutzt wurde, mal mehr, mal weniger, der Begriff Woke oder Wokeness eben auch von anderen Gruppen, Personen benutzt wird und ich den Eindruck habe, dass er sozusagen mit Zustimmung der afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung eben über diese hinausgewachsen ist und eben auch von anderen Gruppen der Gesellschaft benutzt werden kann und deswegen haben wir das erstmal übernommen. Müssen wir das? Nein. Nochmal, wir glauben als Panzermuseum, dass wir eben mit der FDGO ein super gutes Wertesystem haben, mit dem Grundgesetz ein tolles in Stein gemeißeltes, also in Papier geschriebenes Manifest des Ganzen. Das hier ist ein knapper, knackiger Spruch. Das ist besser, oder wäre es auch cool, ein T-Shirt zu machen, auf dem FDGO Ultra steht. Vielleicht machen wir das auch noch, aber es bedeutet dasselbe. Nur dieses Zitat von Carlo war halt so knackig, dass es hier gut drauf passt. Deswegen haben wir Wokeness in dem ursprünglichen Sinne des Begriffes genommen, unter Berücksichtigung dessen, ob wir es benutzen dürfen und mit der Absicht, es so zu benutzen, wie es für das Museum eben richtig ist. Das Wehrhaft bezieht sich dann genau auf das, was eben genau auch damit zugehört, die wehrhafte Demokratie, den Begriff kennen Sie. Eine Demokratie, die die Diskussion nicht scheut, die die Durchsetzung nicht scheut, auch im Streit, sich zu behaupten. Und das Panzermuseum ist ein Ort, wo genau das passiert, weil wir eben auch mit Vereinnahmungen zu kämpfen haben, damit zu kämpfen haben, dass Leute das Museum anders haben wollen. Und zwar durchaus weg von kritischen und multiperspektivischen Betrachtungen und verlangen, dass wir bestimmte Blicke oder den Blick auf bestimmte Aspekte der Politik, der Geschichte, der Militärgeschichte anders werfen. Und das wollen wir nicht. Wir glauben, dass unsere Ansichten, zumindest für diese Generation der Leute, die das Haus führen, die richtigen sind. Und wir führen die Debatte darüber. Wir machen eine Ausstellung jetzt oder haben eine Ausstellung gemacht, die auch sehr kritisiert wird von Leuten. Aber wir diskutieren das aus und wir möchten ein Ort sein, ein Forum, an dem verschiedene Meinungen aufeinandertreffen und wo man solche Dinge diskutieren kann. Und zwar im demokratischen Grundverständnis des Meinungsaustausches im Rahmen der FDGO. Wer da rausfällt, mit dem diskutieren wir auch, aber das ist halt nicht das, wofür das Museum da sein soll. Die möchten wir überzeugen, zurückzukommen in die große, liebende Gemeinschaft der FDGO. Aber das ist nicht da, worum es geht. Also wehrhafte Demokratie als grundsätzlicher Begriff dieser Bundesrepublik, aber eben auch passend auf das Panzermuseum, das eben genau diese Begriffe in der Debatte streiten will, also dafür streiten will, in der Diskussion aufrechterhalten will. Das ist der Grund, warum wir gedacht haben, das ist ein T-Shirt, das richtig gut zu uns passt. Nochmal, es könnte auch was anderes draufstehen, aber weil das Zitat eben da war, weil es knackig ist, weil es cool ist, haben wir diesen Begriff genommen. Jetzt gibt es immer wieder die Kritik, dass Woke-Sein und Wokeness ein linksradikaler Kampfbegriff sei, der ideologisch aufgeladen sei. Natürlich gibt es Leute, die ihn so benutzen, aber das ist natürlich gleichzeitig nicht die ganze Wahrheit und noch nicht der Mainstream der Benutzung. So benutzen wir ihn auch nicht. Gerade nochmal klar gemacht, wie wir ihn definieren, nämlich so, und oder wie wir ihn benutzen. Und dass natürlich Leute mit dem Begriff über Bord springen, ihn radikalisieren, ihn zu stark benutzen, ihn anders benutzen als wir, damit muss man leben. Das sind Vereinnahmungen, die wir uns aber nicht anziehen. Also das ist kein linksradikaler Kampfbegriff, den wir rausschmeißen, sondern für uns ist es eben eine sehr coole, knappe Definition dessen, was wir sein wollen, wofür wir streiten, was wir glauben, wie die Bundesrepublik sein sollte und dass wir dafür streiten, dass wir dafür stehen, wie sein sollten, dass auch die Bundesrepublik und die Gesellschaft dafür stehen sollte, für diese Demokratie zu kämpfen. Und wenn man all das gut findet und all das glaubt, dann kann man sich eben dieses T-Shirt gerne anziehen, ohne gleich ein Linksextremist zu sein, der irgendwie in der Demokratie ansägenden Szene unterwegs ist. So, interessanterweise, dann schließe ich den großen Bogen zur amerikanischen oder afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung in den USA. Und der Armee dort ist es auch tatsächlich so, dass diese Idee, dass Wokeness, also die Anerkennung einer Diversität und der Schutz dieser Diversität und der Minderheiten, die von einer Mehrheitsgesellschaft eventuell ausgeschlossen, diskriminiert werden, dass die tatsächlich beim Militär
der USA, bei den Streitkräften der USA, sehr prominent ist. Also ausgerechnet die amerikanischen Streitkräfte, die jetzt nicht unbedingt als linksradikale Zelle gelten, sind eine Truppe, die sich der Tatsache bewusst ist, dass die amerikanische Gesellschaft immer divers war und die amerikanische Armee zumindest nach ihrer eigenen Einschätzung, darüber kann man als Historikerinnen und Historiker diskutieren, aber zumindest nach ihrem eigenen Selbstbild, auch immer eine Speerspitze der Wokeness im Sinne von der Überwindung von Segregation und von Rassismus und Sexismus war. Wie gesagt, darüber kann man im Detail diskutieren. Sie haben sie auch lange aufrechterhalten, aber sie haben jetzt heute eben als US-Militär diese Idee, eine der Speerspitzen dieser Bewegung zu sein. Und wenn man das mal ausformuliert hören möchte, dann kann man sich diesen Mann angucken, wie er vor einem Ausschuss in den USA ein Statement dazu abgibt. Das ist General Milley, der Vorsitzende des Vereinten Stabes der US-amerikanischen Streitkräfte, also der höchste Soldat sozusagen, nämlich genau gefragt wird, ob denn das US-Militär nichts anderes zu tun hätte, als sich mit diesen linken Kampfbegriffen auseinanderzusetzen. Und er zerlegt in diesem Statement sehr schön erstens, dass das keine Kampfbegriffe sind und dass es zweitens sehr wohl Sinn ergibt, sich eben mit diesen Belangen zu beschäftigen. In dem Fall geht es vor allem um die Critical Race Theory, das gehört mit diesen Kontext rein, aber gemeint ist dieses Wokeness-Ding. Und ob der Mann jetzt wirklich als Advokat für linksextremistische Kampfbegriffe gegen Demokratie gelten kann, wage ich zu bezweifeln. Insofern nehmen Sie ihn als Kronzeugen dafür, dass man durchaus konservativer, alter, weißer Mann sein kann, der trotzdem Wokeness als Konzept überzeugend findet. Und das beweist eben aus unserer Sicht dieser Kronzeuge, dass es eben nicht in ein linksradikales Milieu gehört, wie manche Leute denken. Weil ich weiß, wie YouTube-Kommentare funktionieren, natürlich sind Frauen keine Minderheit. Ich habe jetzt mehrfach das Wort Minderheit benutzt und dann wird bestimmt jemand schreiben, der Rat hält Frauen für Minderheiten, aber sind sie statistisch mehr. Es geht um die Machtgefälle in einer Gesellschaft. Und die westliche Gesellschaft hat Frauen trotz einer zahlenmäßigen Mehrheit lange in die Rolle der Minderheit gepresst und gedrückt und deswegen bleibt es richtig, also sparen sich die Kommentare. So. Ich hoffe, ich habe jetzt alles abgedeckt. Ich muss mal ganz kurz nachdenken. Ich habe erzählt, wo das Zitat herkommt. Ich habe definiert, warum wir das gut finden, wie wir glauben, dass es eingesetzt werden sollte, was es für unsere konkrete Arbeit bedeutet. Bleibt noch die Werbung. Die Werbung. Die Werbung. So, da ist es. Viele von Ihnen haben sich es gewünscht. Wir haben das T-Shirt nach einer Abstimmung erstmal in Weiß auf Blau rausgebracht. Und das Konkurrenzprodukt war eben Schwarz auf Oliv. Und wir haben erstmal eine Rutsche rausgehalten, weil wir nicht absehen konnten, wie sich dieses T-Shirt verkaufen würde. Es ist ein Spruch, der ziemlich viel Meinung zeigt, der sehr kontrovers ist. Und wir wussten nicht, wie Sie das kaufen, ob Sie das alle sehr gut finden oder nicht, oder ob es in den wie bleibenden Regalen liegen bleibt. Stellt sich raus, Sie finden es richtig gut und die Dinge haben sich richtig gut verkauft. Und dafür danken wir sehr herzlich. Das hilft dem Museum nämlich sehr. Und weil wir merken, dass der Spruch sich gut verkauft und weil die Abstimmung damals zwischen den beiden Designs relativ knapp war, haben wir jetzt auch das Schwarz-auf-Oliv-Design rausgebracht. Es kommt jetzt in den Shop und Sie können es kaufen. Und diejenigen unter Ihnen, die bis jetzt, was soll ich damit, soll ich nicht, vielleicht habe ich Sie überzeugt mit dem Video. Und dann haben Sie jetzt die Auswahl zwischen dem klassischen Design und dem oliv-schwarzen Design. Ich persönlich bin mehr der blaue Typ, aber wer weiß. Ich bin mal gespannt, wie sich das verkauft. Also all diejenigen, die bei Twitter gesagt haben, wir brauchen das andere Design, sollten jetzt besser auch kaufen, damit das nicht dann liegen bleibt und wir dann auf den Resten sitzen bleiben. So, ich hoffe, dieser kleine Exkurs zwischen Merchandise und politischer Überzeugung und Erklärung, warum ein Haus was wie macht, also als Blick hinter die Kulissen, hat Sie einigermaßen interessiert. Wir machen weiter mit diesen Dingen. Hinter den Kulissen ist immer gut. Und ja, führen Sie die Debatte in den Kommentaren. Ich freue mich drauf. Und das war's. Ich will das Video nicht in Länge ziehen. Wir brauchen keine Klicks. Wir monetarisieren nicht in diesem Sinne. Vielen Dank und tschüss.